Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Vlog von mir. Wir stehen gerade vor Deichmann, denn Felix ist heute frei und wir möchten für Lia nach Winterschuhen gucken. Wir haben schon mal in einem Deichmann geguckt, da haben wir aber nichts Passendes gefunden, deswegen gehen wir heute nochmal auf die Suche. Und dann wollten wir noch einen Tannenbaum kaufen. Wir sind einfach so in Weihnachtsstimmung und Felix hat gestern gesagt, er möchte heute einen Tannenbaum kaufen. Ja, ich wäre eigentlich erst nächste Woche dabei gewesen, aber ja, jetzt haben wir uns dazu entschieden, heute einen zu kaufen. Lia möchte aussteigen. Ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß bei dem Video. Okay, komm mal her. Schick. Schicke Schiechen. Willst du die lieber haben? So, wir waren jetzt bei Deichmann. Schuhe sind gekauft, habt ihr ja gesehen. Ich zeig sie euch nachher nochmal genauer zu Hause. Irgendwie ist links. Lia hat sie aber schon an, und weil da irgendwie so ein Chip drin ist in der Sohle, der abgescannt werden musste, musste Lia sich auf die Kasse stellen. Das war sehr verrückt, aber es war bestimmt eine Erfahrung für sie. Genau, und jetzt waren wir gerade noch schon bei Teddy. Ich habe einfach hier so kleine Lichterketten gekauft. Einmal für 4,80 Euro LEDs für den Innenbereich. Das ist 8 Meter lang. Glaubt man gar nicht, wenn man dieses kleine Ding hier sieht. Genau, davon habe ich 2 Stück mitgenommen. Die wollten wir gerne an die Fenster machen bei uns. Und die sind auch so ganz dünn, die sieht man eigentlich gar nicht. Das ist total praktisch. Wie gesagt, zweimal. Und einmal habe ich eine kleine mitgenommen. Die sind nur 20 LEDs für 2 Euro. Die habe ich auch schon einmal zu Hause bei uns einen Adventskranz gemacht. Und die sind 1,90 lang nur. Und das wollte ich gerne bei Lia an den Adventskranz machen. Genau, bei ihren Adventskalender. Da wollte ich das gerne rummachen, damit es auch so ein bisschen schön aussieht. So ein bisschen leuchtet, weil ich finde, das oben ist noch so ein bisschen nackig. Ich zeige euch das halt nachher aber nochmal, wenn ich das angehängt habe, dann wisst ihr, was ich meine. Genau. Und jetzt gehen wir, oder fahren wir schnell zu Obi. Da haben wir gestern in der Werbung gesehen, dass sie Tannenbäume haben und das auch recht günstig. Eigentlich kaufe ich immer meinen Tannenbaum, also letztes Jahr habe ich ihn woanders gekauft, da wollte ich ihn dieses Jahr auch wieder kaufen, aber die haben leider erst Tannenbäume ab nächste Woche und genau, deswegen wollten wir den jetzt schon, also wollen wir jetzt mal bei Obi schauen, wie viel die da kosten und ob die überhaupt die richtige Größe haben und sowas. So, Felix muss einmal nachmessen, ob es auch passt. Wie viel hast du? Boah, 2 Meter kriegen wir rein. Ja, letztes Jahr passte der hier auch rein, also wird es schon passen. Aber ihr glaubt mir nicht. Nee, du glaubst mir nicht. Und das sind übrigens ihre super süßen Schuhe. Mucki, sind die schön? Mama. Wollen wir los? Komm. So, wir schauen jetzt hier gerade mal. Die sind alle hier sortiert. Da vorne sind die kleinen, hier sind die etwas größeren. Und das wäre so unser Bereich, hier so 2 Meter. Müssen die mal hinstellen. Die müssen auch schön breit sein, Schatz. So, ich glaube, wir haben uns entschieden. Das war der erste, den wir gefunden haben und der passt uns eigentlich ganz gut. Schön buschig unten und oben. Passt. Soll ich mal zurück Bescheid geben? Ja, Lia, wollen wir die mitnehmen? Ja? Okay. So, Baum steht, beziehungsweise ist im Auto drin. Er ist super schön geworden, ihr habt ihn denn gesehen. Ich bin so verliebt und jetzt freue ich mich. Jetzt können wir ihn heute Abend schmücken. Felix möchte das erst machen, wenn es dunkel ist, damit es schön mit der Lichterkette und so. Oh, ich freue mich einfach. So. Oh, ich freue mich so. Nehmt ihr den ganzen Platz ein. Genau, wir werden euch den auch gleich beim Schmücken mitnehmen und so. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir fertig sind. Aber jetzt bin ich so richtig in Weihnachtsfeeling. Vorher war das noch nicht so, aber immer wenn man den Baum kauft, dann bin Musik ich im Auto. Richtig. Ja, wir haben auch gerade schon Merry Christmas und so gehört. Ja, dann ist man schon im Weihnachtsfeeling. Ich freue mich auf jeden Fall über das erste richtige Weihnachten mit Lia. Letztes Jahr war Lia ja einfach noch ein Baby. Das war ja noch nichts Richtiges. Aber jetzt bekommt es alles mit und ich freue mich einfach. So, wieder zu Hause angekommen, haben wir schon unsere Kiste mit den ganzen Kugeln und so raus. So, und Felix trägt jetzt gerade den Baum rein. Da kommt der. Und dann können wir ihn direkt aufstellen. Das ist der Fuß, ne, für den riesen Baum. Ja, kommt gleich noch Wasser rein, das ist ja auch schwerer. So, Ständer ist schon mal fast perfekt. Da 5 cm noch, dann wäre zu lang gewesen. Passt perfekt. Ja, ne, so bleibt der. Schick, schick. Warte, wir hängen hier noch so. Warte. Schick. So bleibt er jetzt. Er kommt da noch auf. Hier haben wir die Kiste, das sind die gleichen Sachen. Was für einen anderen? Einen anderen Baum. Ja.
Hier sind die Kugeln vom letzten Jahr. Die habe ich ja damals extra in blau gekauft, weil ich ganz genau wusste, dass unser Wohnzimmer blau wird. Und da haben wir eben hier so eine richtig schöne Farbkombi mit so ein bisschen Glitzer. Und auch hier noch ein bisschen Glitzer. Und hier noch ein bisschen Glitzer, ne, mein Schatz? Und eine ganz große Lichterkette. Das werden wir jetzt gleich auch alles ranmachen, ne, mein Schatz? Auch kleine Sternchen oder kleine, wie sagt man Zapfen. Und ganz neu haben wir so Eisbären hier gekauft. Die sind auch richtig niedlich. Lia, sag mal Eisbär. Eisbär, genau. Richtig, richtig süß. Da freue ich mich auch. Eisbär, genau. Kriegst du ihn raus? Nee? Warte, Mama gibt ihn dir hier. Eisbär, ne? Ich mache schon mal das Netz ab, damit wir ihn hier schon mal in seiner vollen Pracht sehen. Und dann werden wir ihn nachher schmücken mit ein bisschen Weihnachtsmusik. Und ich bin so gespannt, wie es aussieht. Ups. Oh, einmal frisiert. Oh, ich muss ihn aber überall noch hier. Ja, ich wollte nur nicht da drunter sein. Oh, das ist so schön. Wieder so klein aus. Ja. Schatz, vorsichtig, ne? Mit den Eisbären. Aber der sieht hier irgendwie viel kleiner aus jetzt. Ja, mein Schatz, warte. Hier. Ja, das sind Mama, danke schön. Oh, ist das hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Oh mein Gott, ich freue mich. Jetzt freue ich mich aber richtig, Schatz. Ich bin so happy. Die Seite ist schöner, glaube ich. Ja, hat mir doch auch gesehen, dass die eine Seite schöner war als die andere. Wie ihr seht, steht der Baum. Ich zeige euch den gleich nochmal kurz im Detail. Wir sind mal wieder total verliebt. Das ist der erste Weihnachtsbaum hier in unserer eigenen Wohnung. Wir hatten letztes Jahr hier nur den unten bei meinen Eltern. Der sah zwar genauso aus, weil wir die gleichen Kugeln benutzt haben. Aber jetzt den Tannenbaum in der eigenen Wohnung zu haben, ist schon was anderes. Und wir sind so happy und wir freuen uns, wenn wir den anmachen können abends. Das ist einfach so herrlich. Genau, ich zeige euch den einmal und dann zeige ich euch auch noch allgemein so ein bisschen Weihnachtsding. So sieht der Baum also aus. Wir haben, wie gesagt, den gleichen Schmuck wie letztes Jahr. Hier die kleinen Rentiere, die so glitzern. Ganz neu haben wir hier diese Eisbären aus Glas. Die finde ich auch richtig, richtig schön und passen einfach perfekt dazu. Wir haben als Lichterkette so eine Diamantenkette. Also es ist mit so Diamanteneffekt. Das heißt, ab und zu blinkt die auch so ein bisschen, als würde ein Diamant angescheint werden. Dann haben wir genau ein Baum. Nelly, wo ist der Baum? Baum, genau. Dann haben wir hier silberne Kugeln, hellblaue Kugeln, blaue Glitzerkugeln, weiße Glitzerkugeln und hier so ein Braun. Dann haben wir auch noch so kleine Tannenzapfen, die glitzern auch so ein bisschen. Und ganz oben
natürlich den Stern. Hier vorne steht noch unser Holzschlitten, den hatte ich ja letztes Jahr gekauft für ein Fotoshooting. Und den haben wir jetzt auch hier wieder hingestellt mit dem weißen Fell drin. Da haben wir auch schon ein Fotoshooting mitgemacht. Genau, der steht jetzt hier. Lia setzt sich da ab und zu einfach rein. Und sonst habt ihr ja gerade gesehen, sitzt da immer der Teddy drinne. Ja, aber einfach ab und zu setzt Lia sich da auch einfach rein und spielt den hier mit den Kugeln und so rum. Genau, aber so sieht erstmal der Tannenbaum aus. Der Bär wird immer durch die Gegend geschleppt. Auch mal eben schnell hier auf ihr Auto. Gott, ist das niedlich, ey. Genau, so sieht das hier also aus. Wir haben den Baum hier in so einem ganz normalen Ständer und da ist natürlich ganz viel Wasser drin, damit er auch möglichst lange hält. Und zusätzlich besprühen wir ihn immer mit Wasser. Da habe ich diese Flasche hier fertig gemacht. Das ist eigentlich eine Flasche von einem Putzmittel. Da habe ich jetzt aber einfach Wasser reingemacht. Und damit besprühe ich ihn einfach ab und zu mal so ungefähr alle 2 Tage einmal. Und ich habe mir auch noch bestellt, diese 3 Kugeln hier, die finde ich auch so schön. Das ist einmal Lia, Mama und Papa. Die sind aus Glas, deswegen habe ich ein bisschen Angst, die anzuhängen. Die sind aber wirklich super, super schön und ich finde, die passen auch so, so gut dazu. Die habe ich hier bestellt, richtig, richtig schön. Da hat Lia auch noch einen Weihnachtspullover bekommen, den kann ich euch auch gleich nochmal kurz zeigen. Das hier ist der Pullover, ist der nicht hammermäßig? Einmal hier mit einem ganz großen L. Und dann steht hier, wie gesagt, Lia in so schönen Glitzer. Ey, mein Schatz. Ich hoffe, der passt noch an Weihnachten, weil der ist ganz schön klein. Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass er passt. Und ich finde ihn einfach so goldig. Und hier haben wir auch endlich unsere Posterwand am, also hinter der Couch fertig. Da haben wir auch einmal Bilder unter anderem aus dem Urlaub. Hier 2. Einmal von unserem ersten Familienshooting, die beiden. Und hier sind noch 3 weiße. All you need is love, ich liebe uns und Wanderlust. Genau, ich finde, das passt so gut und wir sind so glücklich damit. Die Poster waren ganz schön teuer, aber ist ja normal in dieser Größe. Aber ich bin, wie gesagt, total begeistert. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Und gestern war der Nikolaus da bei uns. Und da gab es eine Tutut-Flitzerbahn von Oma. Und zwar den Flughafen hier mit den kleinen Flugzeugen, ne? Ja, richtig schön. Lia baut es immer auseinander. Papa ist immer ganz fleißig am Zusammenbauen. Oh ja, hier ist noch ein Hubschrauber. Ja, das hast du auseinandergebaut. Dann müssen wir bis auf Papa warten. Der kriegt das nämlich immer wieder zusammengebaut. Ich krieg das nicht so ganz hin irgendwie. Ja, mein Schatz. Hier ist auch noch der Flughafen. Ja, danke. Guck mal, das ist die Tankstelle, ne? Und dieser Trecker hier war heute in dem Adventskalender. Den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Der kommt nämlich super bei ihr an, der Adventskalender. Und die freut sich jeden Tag da, was aufzumachen. Wow! Und hier haben wir Lias Adventskalender. Ich habe da schon mal ein extra Video zu gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Aber es ist auf der einen Seite auf jeden Fall schon etwas leerer. Wir haben heute den 7. Und hier sind schon einige freie Felder. Das sieht jetzt irgendwie ganz komisch aus. Ich glaube, ich hätte die so ein bisschen verteilt machen sollen. Weil jetzt wird alles von hier nach da abgearbeitet. Aber ich finde es immer noch total schön. Wir haben jetzt hier auch so eine Lichterkette ran gemacht. Die ist jetzt hier gerade runtergefallen. Eigentlich liegt das da so oben drin, genau. Habe ich einmal hier so eine Lichterkette rumgemacht mit Batterie. Und ich finde, das sieht einfach so schön aus. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich runterkomme und das sehe. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. So ein bisschen Baum schmücken und weihnachtlich schmücken. Ich liebe einfach diesen Anblick von diesem Baum jeden Tag. Er ist einfach so schön. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, wann ihr euren Weihnachtsbaum aufstellt. Das ist ja auf Instagram ist da so eine riesen Diskussion losgegangen. Ja, aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann schon bis ganz bald. Tschüssi!